Okay. Ja, lässt doch einmal einen Profi ran. So, willst du heute irgendwas sagen? Ja, also, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Marcel ist gerade schon eine Runde mit dem Lambo gefahren. Mir ist absolut schlecht und heiß. Ich habe das Gefühl, ich kotze gleich. Auf jeden Fall versuche ich jetzt auch mal zu fahren. Warte, guck mal, da, siehst du den Bus? Ich habe Angst. Setz dich rein. Wir filmen, wie sie reingeht. Das Einzige, was du verstellen darfst, ist nach vorne und nach hinten fahren. Rückenlehne wird nicht verstellt. Also als allererstes wichtig zu merken, komm, wir machen mal ganz kurz für die Anwohner, damit die sich nicht so gestört fühlen. Aber kurz den, ja, nee, wir haben, ich habe den Sportmodus rausgemacht, dass wir nicht zu laut sind. Hiermit blinkst du. Da? Da blinkst du. Okay. So. Voll lauter Blinker. Ja, der, dazu sage ich nichts. Ja. Und du musst, um loszufahren, Bremse drücken. Und Bremse drücken. Und dann ein Pedal. Dann bist du im ersten Gang. Wie ein Pedal? Ja, ein hier, drück. Nach vorne? Ja, nach vorne. So, jetzt kannst du fahren. Und wenn du eine Felge kaputt machst, mache ich dich kaputt. Oh mein Gott. Blink, blink. Und jetzt rechts und pass auf die scheiß Felgen auf. Und jetzt los. Also, ja, der ist halt hart. Aber mit Haaren, den kennst du dich noch aus. Ja, mit deinem Penis, mit dem Riesenkastenfanger. Ja. Soll ich schneller fahren? Ja, drück doch mal ein bisschen rauf. Ich trau mich nicht ganz. Mach dich mit dem Fahrzeug erstmal ein bisschen vertraut, dass du mal ein Gefühl dafür bekommst. Auch Profi an der Stelle, Kamera 39% geladen. Schweigerkarte, die sie eben drin hatte, hat nicht funktioniert, musste Profi Papa Monte wieder. Du meintest zu mir gestern, du bringst die Legria mit. Ja. Und filmst damit. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Doch. Nee. Und wie ist? Ich hab Angst, mir ist so heiß. Sollte man auch haben. Das ist halt ein Rennwagen. Das, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, Top 3 oder Top 5, eins von beiden der schnellsten Autos mit Serienzulassung. Oder mit Zulassung halt für sich. Wie verkraftet da mit deinen Händen? Voll Opfer. Vor allen Dingen mit der S-Klasse und so bin ich auch voll oft so gefahren. Ja, aber du kannst S-Klasse nicht mit dem Fahrzeug hier vergleichen. Das ist eine ganz andere Liga. Ich habe voll Angst, in der Nähe des Kantsteins zu fahren. Der denkt sich auch nur, Digga, fährt so ein Auto, fährt wie der letzte Spassi, Alter. Hat er den gewonnen mit dem Lauter oder was? Oh mein Gott. Was machst du denn hier? Also das meine ich jetzt. Oh mein Gott, ey. So. Oh, was ist denn hier los? So, gleich rechts. Du musst blinken, ne? Ja, musst du nicht. Hier, ne? Ich fahre jetzt rechts einfach. Oh mein Gott. So. Ich komme gar nicht klar auf mein Leben. So, jetzt hast du auch niemanden hinter dir. So, pass auf, die Straße ist hier nicht so gut. Gib mal ein bisschen Stoff. Entspann dich, wir sind hier im Dorf. Die Leute kennen mich hier. Das ist hier meine Hut. Meine zweite Hunde. Meine Hunde ist das. Piss dich. Fährt dir in den Wagen? So, der erste eine. Wäre das was für dich? Ja. Also, wenn du mir auch einen besorgst, würde ich auch einen nehmen. Pink. Nein. Ich glaube, du einen Pink. Ja. Ich glaube, du müsstest jeden Monat so viel für Felgen bezahlen. Ich glaube auch. Das, glaub ich bräuchte so ein Abo, dass ich jeden Monat neue Felgen. Also, ein Wagen für den Alltag ist das nicht. Nee. So. Volvo. Nein, Volvo. Warte, da vorne kommt deine Kurve. Kennst du die Strecke doch. Meine Hunde. Wir rufen jetzt hier dich an. Papa. Oh. Nee, geh du mal noch. Hallo, Marcel hier. Na, moin. Anna ruft dich gleich zurück, die kann gerade nicht. Alles klar, bis gleich, ciao. Kurz mal hier auf Business, Multitasking und so. Ja. So, hier vorne. Einfach auch noch mal schnell fahren. Ja, aber du kennst das Fahrzeug. Ich fahr, gib einmal Stoff hier. Setz dich in ein Auto mit über 600 PS, wollen einfach mal schnell fahren. Fahren das Auto erst seit 2 Minuten. Das geht nicht. Muss ich erstmal daran gewöhnen? Ja, du musst erstmal ein Gefühl für den Wagen bekommen. So, fahr mal da rechts rein. Ich bin voll cool von dem Mini. Ja, ich merke. Kann das sein? Ja, das weiß ich auch nicht. Rechts rein? Nee, fahr weiter geradeaus lieber. Okay. Sonst aber nicht, dass der Mini uns überholt. Scheiß auf den Mini. Okay. So.
und jetzt machen wir einen Rechtsblinker hier. Machen wir einen Rechtsblinker. Rechtsblinker und bremst hier ab, dass wir hier einmal Plätze tauschen. Er soll dran vorbeifahren. Der ist auch zu doof. Checkt er das jetzt? Ja. So, perfekt. Super. So, und jetzt drückst du hier einmal Dings bitte, einmal P. Für Panik. Das ist der Panikknopf. So, jetzt fahr ich. Was machst du da? Auf einer Skala von 1 bis 10 freut sich, dass wir endlich wieder zu einem Video aufnehmen. Sag. 10 das Schlechteste oder das Beste? 10 ist das Beste. 1. Ausfahren auf Geschwindigkeit auf der Autobahn. Wenn kein Depp vor dir ist, der auf der Oder eine Katze wie hier, ja, drüber gelaufen ist. Aber auf der Autobahn, viele Leute, die vielleicht das Video schauen, auch mal gern schnell fahren. Auf einer Autobahn schnell fahren macht auch eigentlich auch nur Sinn und Spaß, wenn es erstmal eine unbegrenzte Autobahn ist und wenn es spät ist. Also abends. Um diese Uhrzeit, wir haben es gleich 16 Uhr, würde ich niemals auf einer unbegrenzten Autobahn rauffahren mit dem Hintergedanken, Lambo zu ballern, weil dann einfach viel zu viel los ist. Macht gar keinen Sinn. Und über Landstraßen kann man mal ein bisschen fahren, das macht Spaß. Ne? Ja, das macht Spaß. Wie schnell war das? Weiß nicht, habe ich drauf geachtet. Ordnungsgemäß 70. Ah. Oh Gott. Mein ganzer Magen dreht sich um. Das ist nicht normal. Ey, was macht denn der denn da jetzt? Da ist doch genug Platz für uns beide. Ja, ey. Also das sehe ich doch von hier aus. Ist auf jeden Fall ein schönes Auto. Sagen wir es mal so, oder? Das ist mega krass, wie im Raumschiff ist das. Das ist nicht wie ein normales Auto. Allein das hier. Sieht schon, ist schon schick, ja. Und man ist halt auch einfach, man muss ganz klar sagen, man ist halt Blickfang, immer. Die Leute du bist sowieso immer. Im Blickfang immer. Ja, das ist mir durchaus bewusst, danke, aber das... Ja, wirklich mal. Oh Gott. Ja. Das ist schon ein schönes Auto, das macht schon Spaß, aber man sollte ihn definitiv nicht jeden Tag fahren. Ich fahre ihn vielleicht zweimal die Woche oder sowas. Aber man gewöhnt sich daran. Ich kann es dir vorstellen, man gewöhnt sich auch an die Beschleunigung. Das nervt mich übelst. Du kriegst keinen Orgasmus mehr, ja? Nee. Ab und an nochmal. Gelegentlich. So, willst du eher was noch speziell deinen Zuschauern sagen jetzt? Erst dein Eindruck. Mir ist absolut schlecht, heiß. Ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt. Meine Hände sind voll nass. Und du fährst besser als ich. Und schreibt mal jetzt in die Kommentare, was fandet ihr besser? Anna mit langen Haaren oder mit kurzen Haaren? Danke. Wachsen ja wieder lang. Ja, das wusste ich noch nicht. Sag jetzt Kompliment über mich. Sag Kompliment. Heute war entspannt mit dir. Ist das ein Kompliment? Nein.
Zeit, oder was? Ja. Du ist mein Akku leer. Du willst auf Kraft richtig über die 10 Minuten. Ich will auf Kraft 20 Minuten. Ja, ja. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt euch gefreut, dass Marcel und ich vor allen Dingen mal wieder ein Video zusammen aufgenommen haben. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen erholen. Mir ist echt schlecht und ein bisschen heiß. Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video.